Prisen City ist ein kamerabasiertes Warn- und Notbremssystem. Das System ist in der Lage, Unfälle mit Fahrzeugen und Fußgängern zu vermeiden und dabei bis zu 40 km/h Geschwindigkeit zu reduzieren. Gibt es eine kritische Situation, erfolgt als allererstes für den Fahrer eine optisch-akustische Warnung mit dem Ziel, dass der Fahrer die Situation selbst deeskaliert. Im zweiten Schritt erfolgt ein Warnruck. Wenn der Fahrer hier auch nicht übernimmt, erfolgt im letzten Schritt die vollautomatische Bremsung. Mit Setzen des Blinkers überwacht der Abbiegeassistent die Gegenfahrbahn. Dazu verwendet er die Daten der beiden Radarsensoren und der Monokamera. Biegt der Fahrer ab, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkommt, erfolgt ein Bremseingriff. Und dieser Bremseingriff bewirkt, dass das Fahrzeug noch innerhalb der eigenen Fahrspur zum Stehen kommt.
Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer beim Längseinparken parallel zur Fahrbahn. Dabei muss der Fahrer lediglich selbst Gas geben und bremsen. Die Lenkunterstützung übernimmt das System. Zusätzlich zum Rückwärts-Einparken kann sich der Fahrer auch beim Ausparken unterstützen lassen. Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer zusätzlich beim Querparken. Dabei kann sich der Fahrer rückwärts in Querparklücken einparken lassen und auch vorwärts einparken. Die Funktion Querverkehrassistent hinten warnt den Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke vor querendem Verkehr. Dabei wird der Fahrer in 3 Stufen vor einer möglichen Kollision bewarnt. Im ersten Schritt haben wir eine optische Warnung in der Parkansicht im Mittendisplay. Sobald der Fahrer rückwärts aus der Parkbrücke rollt, haben wir eine akustische Warnung der hinteren Einparkhilfe. Im letzten Schritt wird der Fahrer durch einen kurzen harten Bremsruck vor der möglichen Kollision darauf hingewiesen. Die Funktion Ausstiegswarnung warnt den Insassen beim Türöffnen vor von hinten herannahendem Verkehr. Dabei wird der Insasse durch eine Lichtleiste in der Tür und durch eine Anzeige im Spiegel gewarnt.
Der Anhängerassistent macht das Rückwärtsrangieren ganz einfach. Das System übernimmt die gesamte Lenkarbeit und ich muss nur noch mit dem Trittrücksteller vorgeben, in welche Richtung der Anhänger soll. Soll der Anhänger nach links, drehe ich einfach nach links. Geradeaus geht einfach durch den Druck auf den MI-Drop-Knopf und das Fahrzeug hält den Anhänger gerade und fährt genau gerade zurück.